Gibt's ein Problem? Was willst du? Nur mal sehen, wie weit du bist. Ich sag dir Bescheid, wenn ich fertig bin, okay? Ich hatte mal ein ähnliches Modell. Ach ja? Stundenlang habe ich nach dem Fehler gesucht. Und? Am Schluss war es die Zündung. Der Zündabstand bei den neuen Motoren ist ein ganz anderer als bei den alten. Darf ich mal? Ja, Tim? Bist du bei uns als Mechaniker anfangen? Als Lehrling vielleicht, ja. Wird sich vielleicht zeigen, ob er was kann, ne? In Tim habt ihr das sicher bald gelöst. Das hoffe ich. Ich will das Ding heute noch zu Julia fahren. Ja, fertig. So schnell? Was war's? Dieses Teil hier kann man verstellen. Na, da soll einer draufkommen. Und hier muss man gegendrücken. Und kommen Sie gut ins neue Jahrtausend. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. It's tea time. Das ist wirklich gute Ideen. Ich habe schon mal probiert. Stollen ist hervorragend. Kannst fast so gut backen wie Mama. Das ist gut. Er ist von Mama. Sie hat der Stollen geschickt? Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Hat sie das dazu geschrieben? Hat sie. Unser Streit geht ihr wohl immer noch recht nah. Aber das Paket war ein totaler Fehlgriff. Lauter Krimskrams aus meinem Kinderzimmer, den ich nie wiedersehen will. Das ist gut gemeint. Ja, natürlich. Aber die Botschaft ist, was warst du nur für ein süßer Junge? Das ist ja auch nicht falsch. Aber es interessiert mich nicht mehr. War Philippe dabei, als das Päckchen kam? Ja, er hat sogar ein Foto von meiner Konfirmation gesehen. Julia, das ist doch völlig normal, wenn er dich liebt. Er will doch nur wissen, ob... Jetzt fängst du auch noch damit an. Diese Fragerei nach meiner Vergangenheit habe ich satt. Das muss er lernen. Was soll das heißen, verschoben? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, Sie wissen Bescheid. Was soll ich wissen? Führen Sie gefälligst die Bergung durch wie geplant. Die Koordinaten haben Sie ja. Ja, aber Herr Osterkamp ist doch mit der Yacht los. Was? Was sagen Sie da? Marc ist alleine losgefahren. Wohin? Keine Ahnung. Sagen Sie, wissen Sie überhaupt irgendwas? Ich denke, Sie sind der Leiter des Bergungsteams. Wofür zahle ich Sie eigentlich? Sie sind da völlig unfähig. Moment mal bitte. Ich dachte, Herr Osterkamp... Das Denken überlassen Sie mal mir. Sie bezahle ich für die Bergung. Ja, ist noch ein bisschen nass. Muss noch gebügelt und geföhnt werden. Und gewickelt und gepudert. Vielleicht kannst du damit auch die Wände tapezieren. Das macht bestimmt was her. Was regst du dich denn so auf? Du kriegst ja was ab. Verzichte. Wieso denn? Du hast ja schließlich auch was riskiert. Dafür bestimmt nicht. Mein Gott, bist du ein Weichei. Anstatt, dass du dich über die Kohle freust, arbeitest du für diesen Großkotz. Wo ist denn da die Logik? Das Geld gehört nicht dir, also kannst du es auch nicht großzügig verteilen. Das ist die Logik. Ach, hast du schon vergessen, was wir auf dem Meer gemacht haben für Steins Tochter? Trotzdem, rechtlich gesehen gehört das Geld immer noch ihm. Das Geld gehört mir. Ich hab's gefunden. Altes Seerecht. Erinnerst du dich nicht? Außerdem ist das Geld frisch gewaschen. Da kann nichts passieren. Stein wird sich bestimmt totlachen über den Witz. Du kannst von mir aus machen, was du willst. Ich behalte was für dich zurück, falls du wieder zur Vernunft kommst. Hier geht's aber nicht um Vernunft, sondern darum, wem das Geld gehört. Darum geht es halt nicht. Sondern? Das ist ein Kampf. Stein hat mir alles abgenommen, was mir gehört hat. Und er war immer im Recht offiziell. Jetzt bin ich dran. Mach doch, was du willst. Ist mir eigentlich auch völlig egal. Ich halte mich da jetzt raus. Ey, sag doch mal was. Kommst du auch ohne Unterstützung, ja? Bravo. Und ich schaffe sogar noch in diesem Jahr draußen. Hallo. Was machst du denn hier? Sind dir die jungen Männer ausgegangen? Ich möchte mit dir reden. Ich bin schon weg. Ich muss eh noch ein paar Silvesterkracher besorgen. Ich weiß nicht, ob Kim dich so einfach gehen lässt.
Jung und knackig, wie du bist. Wiedersehen, Frau Stein. Ciao. Er hat was übrig für dich. Hat er mir selbst gesagt. Hör zu, ich habe einfach keine Lust auf so ein Gerede. Hm? Ich auch nicht. Also warum bist du gekommen? Ich wollte dir ein Angebot machen. Da bin ich gespannt. Dein Vater und ich, wir gründen eine Familie. Und du bist herzlich eingeladen, dazuzugehören. Ja, ich höre mal Familie. Weiß denn hier irgendjemand überhaupt, von wem das Kind ist, das du da austrägst? Wenn du das nicht möchtest. Oh. Oh. Was ist denn das jetzt für eine Nummer? Oh, das tut plötzlich so weh. Oh. Ist das jetzt ernst oder simulierst du? Tu irgendwas, verdammt nochmal, ich brauche einen Arzt. Oh. Warte. Oh. Mann, ist das cool! Oh, so ein Ding mussten wir jetzt auch holen. Wenn irgendwas ist, dann zischst du ab und bist weg. Sag mal, kannst du nicht ein bisschen schneller fahren? Das ist normale Fahrt. Das ist eilig. Ja, ich will ja nicht gleich Kreuzstein in die Hände fallen, wenn wir anlegen. Sie können sich doch nicht von jedem dahergelaufenen Angestellten Anweisungen geben lassen. Ich dachte, er handelt in Ihrem Auftrag. Und Thomas Köhler war nicht dabei? Nein, Marc war allein. Ist Köhler der Taucher, der gefragt hat, ob er mitfahren kann? Ja, warum? Woher hast du eigentlich gewusst, wo das Geld genau liegt? Da hab ich nur ein paar Drinks gekostet. Aber die Investition hat sich gelohnt. Und du meinst, Stein kriegt das nicht raus? Mann, der riecht doch den Braten. Deswegen sollst du auch schneller fahren. Komm! Haben Sie ihm etwa die Koordinaten gegeben? Nein. Nein, das ist doch ein Betriebsgeheimnis. Sowas würde ich nie machen. Hören Sie gut zu. Wenn Sie mir heute nicht wie besprochen den Geldkoffer servieren, dann mache ich Sie dafür verantwortlich. Und das wird verdammt teuer. Wir können ja ein anderes Schiff nehmen. Auf diese Idee hätten Sie schon längst kommen sollen. Na los, worauf warten Sie? Gibst du mir was zu trinken? Ja, hier. Oh. Oh, hast du jetzt erreicht, was du wolltest? Nein, Kim. Was ist denn passiert? Wir haben uns unterhalten und plötzlich hatte sie Schmerzen im Unterleib. Sie ist schwanger. Ganz ruhig. Versuchen Sie mal tief durchzuatmen. Der Krankenwagen ist sicher gleich da. Hm? Ganz schön aufgeregt, hm? Ein bisschen.